Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme vom FC24 mit dem Spieler Jordi Orsato II als Spielerkarriere vom VfL Bochum. Wir spielen heute gegen Bayer Leverkusen am 16. Spieltag. Geht gleich los, bleibt kurz dran. Und zwar haben wir englische Woche, das sehen wir hier. Wir spielen nämlich an einem Mittwochabend. Erst aber nochmal kurz die anderen Ergebnisse. An dem Sonntag noch Leverkusen, unser heutiger Gegner, gewinnt gegen Frankfurt 2-1 und Freiburg verliert gegen Köln 1-2. Dann in der englischen Woche am Dienstag Dortmund gewinnt gegen Mainz 3-0, Bremen gegen Leipzig 1-1, Hoffenheim besiegt Darmstadt 3-1, die Wolfsburger verlieren gegen Bayern München mit 2-4 und das dann eben die Spiele am heutigen Mittwoch sozusagen mit unserem Spiel in Leverkusen. Wir sind 13. mit 16 Punkten, alles ziemlich eng. Leverkusen ist weiter oben mit dabei, nämlich aktuell auf Platz 3, also wird heute sicherlich keine einfache Aufgabe. Ich habe nicht trainiert, weil es eben englische Woche ist. Wir werden jetzt mal direkt überspringen und die Partie spielen, damit wir da jetzt auch nicht noch irgendwie unfitter werden. Wir schauen erstmal, ob wir in der Startelf stehen, tun wir. Momentan ein bisschen der grüne Strich weg, also durch die englische Woche sicherlich etwas geschwächt sind wir aber sicherlich alle. Von daher folgende Aufstellung, Riemann im Tor, dann Schlotterbeck, Masovic wieder in der Innenverteidigung, Soares auf links, Gamboa auf rechts, defensiv, wir rechts im Mittelfeld, Angie Ache links in der Zentralen mit Osterhage, Lossila und Förster und Paciencia kommt für Hoffmann ins Spiel. Das ist wohl die einzige Änderung zur Vorwoche. Also lasst uns reingehen ins Spiel in Leverkusen. Viel Spaß. Das sind die Ziele, die Spielerbewertung hoch auf 8,5, dann drei Bälle abfangen in der gegnerischen Hälfte oder den Ball zurückholen, mindestens zweimal. Puh, ja, ich würde mich fast fürs Letzte entscheiden, alles nicht ganz einfach, wir gehen mal da drauf. Und Anstoß haben wir in den weißen Trikots. Auf geht's! Erstmal ruhiger Spielaufbau da hinten. Leverkusen eine ganz andere Nummer und schickt dort am Pressen und deswegen haben sie den Ball. Adli, Palacios. Wieder Adli am Ball. Und Hofmann. Schlenker, schick. Kommt dann doch noch zum Abschluss und Riemann kann parieren. Also das war so ein bisschen schon verstolpert von Schick, aber er macht trotzdem noch was draus. Erster Eckball für Leverkusen also in der 6. Minute. Xhaka wird ihn bringen. Und Fallrückzieher von Schick. Na, ein bisschen gefährliches Spiel, wird aber nicht gepfiffen. Gar nicht mal so schlecht gemacht. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Zwei Mann versuchen dort im Kopf hinzugehen und ja, Kollege Schick entscheidet sich für den Fallrückzieher. Aber zum Glück aus unserer Sicht nichts draus passiert. Xhaka gewinnt den Kopfball. Schlotterbeck. Müssen uns auch vielleicht mal ein bisschen defensiver anbieten. Hier haben wir den Ball. Ist aber auch schon wieder weg. Also zweikampftechnisch haben sie natürlich auch ein bisschen mehr zu bieten als andere Mannschaften hier oder Spieler. Adli ist jetzt frei vor Riemann, der den Ball wieder parieren kann. Da gibt es Applaus von Masovic, glaube ich, war es. Ja, auch eine gute Parade. Hier sehen wir es nochmal. Adli alleine vom Tor, 15 Meter. Aber die Pranke ist da von Manuel Riemann. Die nächste Ecke, diesmal von der anderen Seite. Wir sind sehr offensiv aufgestellt bei den Ecken da. Also mein Spieler, meine ich. Say to do. Wieder Schick. Ah, schön von Gamboa. Und jetzt müssen wir mal den Ball ein bisschen wegtreiben. Da werden wir verfolgt. Ja, schön gemacht. Aber da ist kaum Raum da. Das ist ja auch schön. Auch Lossila. Der nimmt uns nicht mit. Bringt den Ball steil auf Förster. Ah, schön an den Rückraum. Lossila. Und diesmal Kosungnu, oder wie heißt er? Kann ich gar nicht aussprechen. Hat den Ball gut geblockt. Aber noch pressen wir diesmal.
und versuchen dazu zu machen. Ah, schade. Hab ich genau im falschen Moment woanders hin bewegt. Jetzt der Angriff. Wieder Chick. Hartley, Rossila aber dazwischen. Förster. Ah, ja, schade. Ich habe ihn jetzt gefordert, weil da war mal kurzfristig wirklich ein guter Pass möglich. Aber dann kam es doch ein bisschen zu spät. Schade. Hartley. Hofmann. Oh, und dann habe ich gerade gedacht, der geht sogar rein. Das war Hofmann auch, der den Schuss macht. Geht aber nicht rein. Wird auch, glaube ich, nicht geblockt von Schlotterbeck. Müsste also dementsprechend Abstoß geben. So ist es. Ja, Osterhage. Spielt drauf auf uns. Ei, da hat er gerochen. Vielleicht hätte ich einen Tick eher abspielen sollen. Da war die Lücke. Hartley jetzt, aber Schlotterbeck. Schön dazwischen gegangen. Und schon wieder haben wir den Ball. Aber irgendwie, man sieht es, haben wir nicht so viele Anspielstationen in dem Spiel. Paciencia. Ja, schön. Förster. Ah, der wollte zu uns spielen. Schade. Kommt nicht durch. Vieles kommt hier nicht durch heute. Ansätze vernünftig. Hier steht nach einer halben Stunde noch 0:0. Natürlich haben die dort die besseren Chancen, die Leverkusener. Aber wir gehen hier nicht unter. Versuchen es auch mit dem Ball nach vorne. Hier in dem Fall Paciencia. Jetzt müssen wir ein bisschen mit in die Mitte reinziehen. Das tun wir auch. Vielleicht jetzt. Jawohl. Ei, wieder nicht. Ich weiß nicht, soll ich den anfordern, soll ich ihn nicht anfordern. Aber wenn ich doch völlig frei stehe, dann muss man sich doch melden. Wie häufig hört man das im Fußball? Hier, hier, ich, wie auch immer. Schick jetzt. Boniface. Schlotterbeck. Oh, sehr souverän gemacht von neben Schlotterbeck. Richtig stark. Defensive steht heute. Das ist schon mal wichtig, gerade gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen. Paciencia wollte in die Mitte geben. Förster. Förster. Ah, Paciencia. Und da dreht er sich nochmal. Ähnlich wie Schick vorhin in der ersten Szene. Diesmal kann der Keeper Hadecki halten. Sehr schön gemacht von Gonzalo Paciencia. Da hilft auch Beten nix. Der war nicht drin. Kollege Letsch. Ecke. Förster. Aus dem Rückraum. Oh, ich glaube, es war Lossia, oder? Ja, die 8. Genau. Toto Lossia mit dem Schuss, da kann Radetzky wieder halten. Hier sehen wir es nochmal. Volley genommen. Erinnert mich irgendwie an das Lossila-Tor gegen Dortmund im Testspiel vor ein paar Jahren. Schade. Ecke. Erneut. 39. Ah. Versuchen wir den Zweikampf. Gewinnen aber nicht, aber wir haben den Ball weiter. Osterhage. Förster, Osei Tutu, wir sind da dran. Wo gehen wir hin? Jawohl, wieder raus zu Förster. Schön gespielt. Ange Ace hat nicht den richtigen Fuß gerade. Ah, und Lossila kommt da nicht durch. Ich meine, da haben wir uns ein bisschen festgesetzt. Jetzt aber aufpassen auf den Konter. Grimaldo. Starker Spieler. Halbzeit ist gleich erreicht. Ja, Lossila, jawohl. Das sollte jetzt auch klappen, Förster. Vielleicht dann doch nochmal ein Angriff, aber grundsätzlich eine Minute Nachspielzeit ist rum. Und dann ist auch Halbzeit 0:0. Ja, was soll man sagen zum Spiel? Recht ausgeglichen irgendwo. Natürlich Leverkusen immer wieder sehr starke Momente, aber auch wir waren jetzt nicht ungefährlich manchen Aktionen. Also von daher alles in Ordnung mit diesem 0:0. 5,6 nur, das ist natürlich eine ganz schlechte Bewertung. Hol dir einmal den Ball zurück, haben wir geschafft. Naja. Darf aber auch besser werden. Gucken wir noch kurz auf die Statistiken. Wie immer 47%. Wir haben sogar mehr Ballbesitz und noch mehr Schüsse. Also von daher, lasst uns nicht die Köpfe hängen lassen, sondern genau versuchen, daran weiter aufzubauen. Zweite Halbzeit, Anstoß Leverkusen. Und wir hören die Auswärtsfans, die mitgekommen sind. Lautstark gerade.
Schön mit dem Kopf geklärt. Paciencia dann zurück zu Gamboa. Masovic. Ah, was für ein Pass da. Nicht der einfachste. Wieder zurück auf Masovic. Förster. Ah, wird da geklärt. Kein Foulspiel. Papageien sehen das anders. Oh, wo bin ich denn überhaupt? Bin ich ziemlich in der Mitte. Grimaldo. Oh, pass auf Adli, was abseits. Masovic geht dazwischen. Blockt dann, aber der Schuss kommt trotzdem durch. Rima mit einer Riesenparade. Also, wieder eine gute Chance. Loschek kommt jetzt für Schick ins Spiel. Noch ein Wechsel, den man nicht so ganz versteht, aber uns soll es recht sein. Ah, wieder Riemann. Da war der Kopfball von Hofmann. Ja, zwei gute Szenen jetzt hier von Leverkusen. Boah, an die nächste. Schlotterbeck rettet dann. Da schwimmen wir momentan ziemlich. Der nächste Wechsel bei Leverkusen folgt. Wirtz kommt ins Spiel. Von Boniface oder Boniface? Wie wird überhaupt gesagt? Boniface, glaube ich, ne? Ja. Wirtz ist da etwas einfacher auszusprechen. Loschek. Ja, Schlotterbeck dazwischen. Schön. Osterhage. Paciencia. Ah, was war das für uns? Das war jetzt nicht so prickelnd. Wirtz, der kann gefährliche Pässe schlagen und Loschek macht das Tor. Beide Einwechselspieler also hier mit dem Joker-Tor sozusagen und der Joker-Vorlage. Gibt's das? Anscheinend schon. 1-0 Leverkusen. Haben wir es so lange, ja, gut hinbekommen, aber dann durch zwei Leute durch. Schlotterbeck ist da und ich weiß gar nicht, ob es Soares war auf der anderen Seite. Ich glaube schon. Hat nicht gereicht. Diesmal Riemann auch nicht dran. Letsch bedient. Fünftes Tor für Loschek. Das als Einwechselspieler in dem Fall. Es ist noch nichts verloren. Nach vorne hin wird es immer schwer werden gegen Leverkusen, aber wir müssen es natürlich auch versuchen. Das war in der zweiten Halbzeit bisher noch nicht so der Fall. Ziemlich eng auch alles da. Förster. Ja, und dann Tapzober dazwischen. Dann ist der Ball wieder weg. Das ist aktuell momentan so unser Problem, dass das Spiel nach vorne überhaupt nicht fruchtet. Jetzt Hofmann mit dem Konter. Soares, gutes Tackling. Allerdings doch den Ball dabei nicht gewonnen. Palacios, Xhaka, Masovic. Mal ein bisschen beruhigen. Und der Ace, ja, schöner Pass, Förster. Da sind wir. Nein, da komme ich auch nicht durch. Leck mich an die Füße hier. Was für ein zerfahrenes Spiel. Schlotterbeck hat den Ball. Jetzt müssen wir wieder mit nach vorne arbeiten. Viel Laufarbeit jetzt gerade hier. Förster. Ja, sehr schöner Pass. Und, ei, der wollte nochmal zu uns spielen. Aber da ist ein Abwehrspieler dabei. Richtig gute Geschichte. Dachte, da zieht er drauf. Aber dann bringt er den Pass nach innen. Das war richtig. Andrich jetzt für Tah. Und Förster geht raus. Dafür kommt Stöger ins Spiel. Das ist unser Wechsel. 74. Minute. Andrich gewinnt den Kopfball gegen Paciencia. Und jetzt Xhaka. Langer Ball da. Sehr schön gespielt auf Adli. Bleib jetzt mal eher mit vorne. Gamboa ist ja eigentlich noch für die Seite da. Wir müssen jetzt auf den Ball hier ein bisschen hoffen. Ja, ist er schon. Aber doch nicht durch. Entschuldigung, Wirtz. Boah, war das abseits. Die Flanke kommt. Hinten auf Grimaldo. Der mit dem Kopfball, aber war dann doch abseits, wie hier angezeigt. Der Kopfballversuch, okay, der steht jetzt da im Abseits vielleicht vor Riemann, wie auch immer. Wäre sowieso vorbeigegangen, also keine großen Diskussionen bitte.
Warum spielen wir jetzt auf der anderen Seite? Die Seiten gewechselt tatsächlich. Adli ist auf der linken Seite, auf der rechten Seite jetzt und wir auf links. Taktische Anweisung. Schlecht gemacht, schlecht gemacht. Schlotterbeck hat den Ball aber wieder. Gamboa. Angie Ace. Schön, da sind wir doch mal durch. Und jetzt der Schuss. Ei, ein bisschen zu schwach, aber immerhin mal ein guter Versuch. Und weitermachen, komm. Stöger. Radetzky wieder da. Und noch vor der Linie geklärt. Also jetzt so eine kleine Drangphase hier von uns. Da müssen wir jetzt auch weiter zumachen. Pressen, pressen, come on, mach alles zu. Ich mache hier auch mit. Aber dann ist natürlich die Seite offen. Schade, schade, schade. Da kommen wir mal zum Schuss und da haben wir doch nicht den Ball. Noch 2 Minuten, aber das wird jetzt auch knapp. Leverkusen hat sowieso den Ball. Adli. Und da ist Loschek durch. Sehr schön gespielt. Auf Wirtz, der macht das 2-0. Deckel drauf. Aus die Maus. Schade, schade. Da waren die Chancen da. Haben wir uns doch nochmal nach vorne gekämpft und dann klassisch ausgekontert. Klar, wir müssen aufmachen, aber dann ist es auch egal, ob du ein zweites kriegst oder 1-0 verlierst. So ist es gekommen. Schön in den Raum gespielt. Hier auch sehr schön in den Raum. Stöger macht da nicht mit. Wird's dann mit leichten Abschluss zum 2-0. Jo. Es wird schwer. Wer hat gesagt, dass es einfach wird? Niemand. Kriegen wir noch die Statistik von Wirtz gesagt. Das nicht. Jetzt werden wir auch nochmal ausgewechselt. Das in der Nachspielzeit. Auch unnötig, aber bitteschön. Dann ist es so, wer kommt für uns? Habe ich gar nicht mitbekommen. Egal. Ja, verloren kann man so oder so sagen. Ziemlich berauschendes Spiel war es dann auch nicht von meiner Seite her. Als Team gegen Leverkusen fand ich das gar nicht jetzt so schlecht. Also von daher. Ja, das war es dann auch. 2-0, also die Niederlage in Leverkusen. Wir schauen uns auch die Statistiken an. Letztendlich hat sich die Stärke, die Leverkusen durchaus hat, durchgesetzt. Aber wir waren nicht chancenlos. Das ist erstmal das Wichtigste. So, das waren 51% Ballbesitz. Hat sich also in der zweiten Halbzeit ein bisschen gedreht. Da waren wir in der ersten Halbzeit noch besser. 11-7 Schüsse, also Haken dran. War schon in Ordnung so. Das sind die anderen Spiele, aber die gucken wir uns wie immer dann gleich zusammen nochmal in der Übersicht an. Wir haben hier ein bisschen gelitten. 35 minus in der Bewertung. Alle 3 Points oder Punkte haben wir quasi geloost. Na gut. Schauen wir uns also, wie gesagt, jetzt einmal an. Wir spielen gegen Bremen, haben wir gerade schon gesehen. Aber noch die anderen Ergebnisse, da müssen wir mal kurz in einen anderen Monat, weil das war alles noch im Dezember. Das ist nämlich jetzt erstmal Winterpause. Aber hier nochmal die Ergebnisse. Frankfurt gegen Gladbach 3-3. Union Berlin gewinnt leider gegen Köln 2-0. Rücken uns damit an die Pelle. Stuttgart gegen Augsburg 0-1 und Heidenheim-Freiburg 1-1. Also wir sind 15. mit 16 Punkten. Union Berlin durch den Sieg jetzt 14 Punkte auf 16. Dann Darmstadt mit 9 Punkten auf 17 und Heidenheim mit 7 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz. Schauen wir noch kurz nach oben. Dort führen die Bayern mit 43, vor Leverkusen mit 41 und die Dortmunder mit 38. Ja, es geht dann erst am 13. Januar weiter, also kurz 2 Wochen Pause hier. Und dann spielen wir zu Hause gegen Werder Bremen. So schaut's aus. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dann gerne wieder mit dabei seid. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Macht's gut wie immer und vor allem bleibt gesund. Ciao, ciao.